So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Sollte diesmal sogar wieder mit Kamera sein. Ja, hallo, meine lieben Freunde. Und ich kann auch nicht so laut sein, denn ich habe das Fenster auf und wir wollen ja die Nachbarn nicht stören. Ja, es ist schon spät am Sonntagabend. Ja, ich hoffe, ihr seht mich. Ich habe jetzt bloß eine Kerze an, aber das sollte hoffentlich genug Licht sein. Ich schiebe jetzt mal ein bisschen weg. So. Ja, so. Solltet ihr mich vielleicht vernünftig sehen? Ja, ich hoffe, das schallt auch nicht so. Irgendwie im Test hat das sich beides gleich angehört. Ja, wenn ich zur Seite gucke, draußen ist dickes Gewitter am Start. Ja, kein Donner, aber der Blitz ist übelst heftig. Also kann möglich sein, dass es hinter mir ein paar Mal aufblitzen sieht. So brauche ich keine Special Effects einfügen. Also eben da schon wieder. Ja, ich will mich dadurch jetzt aber nicht ablenken lassen. Ist halt bloß ein kleines Gewitter. Ich habe überlegt, wenn wir alle Kugelteile haben hätten, müsste er sagen, dass wir irgendwie fertig sind. Oder wir haben irgendwas für seinen Trank vergessen. Also gehe ich nochmal ins Querschiff und gucke mich um. Vielleicht finden wir da ja noch etwas. Er öffnete vorsichtig den Körper des Mannes und dachte bei sich, so muss sich Vater bei der Arbeit fühlen, ein Künstler zu sein, der auf seine feinfühligen Fähigkeiten angewiesen ist, macht eine gewisse Weise stolz. Macht einen in gewisser Weise voll stolz. So, gehen wir nochmal alle Räume ab. Ich weiß nicht, es waren ja auch bloß zwei von diesen Räumen, die eine Kugel hatten, ne? Wenn ich mich da jetzt recht erinnere. So, ich gehe jetzt hier auch mal durchs Dunkle. Einfach um Lampenöl zu sparen. Ja, jetzt ist auch gut mit dem Blitz. So, hier hatten wir ein Kugelteil. Das weiß ich noch. Ich hoffe, ich bin auch mittig in der Kamera. Jetzt nicht groß fein justiert. Einmal so. Oh, so, so sollte. Oh. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Alter! Ganz ruhig da, ja? Ich glaube. Nein, so ein Platz kann nicht durchs Kippfenster kommen. Das geht nicht. Also, wenn ich drauf gehe, dann live vor der Webcam. Bloß wird diese Folge dann nie veröffentlicht. Ja. Okay, was haben wir hier? Hier hatten wir eigentlich gar nichts, oder? Hier haben wir den Stuhl, ja, aber ich glaube, hier hatten wir bloß irgendwie. Was ist das? LOL. Stück einer Kugel. Jetzt haben wir 6 Kugelstücke. Ich gehe trotzdem nochmal die anderen Räume ab. Ich schätze mal, na, vielleicht war das alles. Also oben ist nichts, das weiß ich. Da haben wir alles abgeguckt. Wir könnten jetzt auch zurück. Okay, das ist mir neu. Und da etwas Neues ist, würde ich sagen. Alter, da etwas Neues ist, würde ich sagen, wir haben jetzt alles. Wir können ja mal zu Agrippa gucken gehen. Vielleicht sagt er jetzt was anderes. Die dicke Flüssigkeit verteilte sich auf seiner Zunge. Er schluckte, übermütig, um keinen Tropfen zu verschwenden. Er sah durch das Fenster auf den weiten Wald und die Morgensonne. Wird das alles hier ein Ende haben? Fragte er sich. Alter! Seht ihr? I know I have no right to ask anything of you, but if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyr's tonic before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save me. Please, my fate is in your hands. Ja, okay, aber wo mache ich das? Ich gehe einfach mal weiter.
Ich meine, wir müssen ja alles haben für ihn, ne? Den Pilz, das Blut und den Knochen mit Schleim. Oh Mann, ich verpasse immer die geilen Blitze. Wir sind jetzt genau über dem Wasser. Ich habe ja so einen schönen Blick hier raus aufs Wasser. Und da sehen Blitze ja geil aus. Richtig geil. So, hier haben wir den Altar. Na, da waren wir ja noch nicht da wirklich drin. Ne? Da gab es wohl noch eine Tür, die wir zu einem früheren Zeitraum hätten begutachten können. Ein Baum. Aber da habe ich ja drauf geschissen. Ich glaube, das ist verwirrend, wenn ich immer zur Seite gucke. So, jetzt. Hallo? What the f... Alter! What the fuck? Schlaf. Okay. Wie soll ich denn da jetzt wegkommen? Da reingehen ist schlecht. Hazel verbrachte den ganzen Sommer im Bett. Er las ihr immer vor, nachdem er seinem Vater bei der Arbeit geholfen hatte. In seinen Gedanken war sie wie Scheherazade, und solange er ihr die Geschichte erzählte, würde sie nicht sterben. Lol. Das war Story. Ich wurde gefangen genommen. Ja, da war ein geiler Blitz. It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption, how you would face the orb's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Ich glaube, ich meine gelesen zu haben, wenn wir jetzt hier nichts tun und einfach warten, sterben wir. Und das Spiel ist vorbei. Finde einen anderen Ausweg. Aber ich will noch nicht sterben, ja? Ich will... Alter. Ah, wie komme ich denn jetzt hier raus? Kann ich? Guck mal. Mensch, immer die Geilen verpasse ich. Wie komme ich denn hier raus? Kann ich nicht... Ah, so kann ich nicht speichern, scheiße. Aha. Hehe. Du Arsch wirst mich hier nicht fertig machen. Nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir. Ist hier noch was? Ist die Tür auf?
Mann, ich verpasse die immer. Das ist doch scheiße und doof und kacke. Hier ist noch ein bisschen. Oh, endlich finden wir wieder Öl. Letzte Notiz des Gefangenen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab. Aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich rauskommen könnte. Wenn ich ihn noch von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Klauen. Ich kehre mit allen Rittern des Reiches zurück und sie tragen Pistolen und Säbel. In meinen Träumen. Na, langsam wird es auch so ein bisschen trübselig hier, glaube ich. Also, wir wissen, dass alle tot sind. Wir sind da. Eine Zunderbüchse? Buchse? Büchse? Fünf haben wir. Wo kommt denn der Tote daher? Der ist mir unsympathisch, ja? Ich fasse ihn an seinen Schniedel. Jetzt ist die Katze davor, jetzt hätte ich das gesehen. Ich fasse ihn an seinen Schniedel, Wutz, vor ihm. Ach, alle Türen sind auf, ja, außer meine Zelle. Ist noch ein bisschen lauter noch. Es ist abgeschlossen. Finde einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen, die es in den Bereich herausführt. In dem Rohr sind, aber man kann ihn nicht erreichen. Ich will den Schlüssel. Ey, wo ist mein... Mein Hammer ist kaputt. Super. Ich frage mich, wozu ich diese Kurbel noch... Lol. Wozu ich diese Kurbel noch habe im Inventar. Hä, ja, was bringt mir das jetzt? Menno. Das geht auch nicht. Hab ich vielleicht irgendwas? Erstmal füllen wir unsere Laterne. Gibt es hier irgendwo eine Stange oder so? Also ich bin echt nicht so der Rätselkönig, ja? Ich weiß nicht, aber irgendwie ist mir dieses Spiel zu kompliziert. Oder ich habe einfach keine Geduld. Oder ich kann mich einfach nicht konzentrieren aufgrund der Monster und der Blitze hier draußen. Das ist immer mies, wenn das so aufblitzt, dann guck
ich automatisch in die Richtung. Diesmal nicht. Das geht auch nicht. Warum denn nicht? Oh Mann, oh. Ich hab sauer die Power, die dumm, was sie doof. Oh, ein iMac. Der leuchtet. Habe ich gar nicht gesehen. Den können wir doch bestimmt hier ranbinden. Haha. Es lohnt sich doch alles zweimal abzulaufen. Sollten wir in Zukunft öfters machen. Ich frage mich, ob das. Ich werde ja nachher beim Schneiden sehen, ob das wirklich hinter mir aufblitzt teilweise. Hehe, Wassereimer. Jetzt weiß ich auch, was ich damit machen kann. Ja, ich habe den verdammten Schlüssel hier rausgespült. So Leute, sagt mir, bin ich gut oder bin ich gut? Die Frage ist jetzt bloß, genau das. What the fuck war das? Das war der. War das der Schatten? Ich laufe einfach. Oh nein! Diese Steine sind zu schwer zu. Den armen Agrippa haben wir immer noch nicht geholfen. Das war die falsche Richtung! Alter, fuck, 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 lauf, 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 lauf! Lauf! Alter! Fuck, 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 fuck! Renn! Lauf, 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 ich will nicht nochmal ganz weg. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nein, 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 als Hazel 15 wurde, hatte sie 3 Jahre länger gelebt, als Dr. Tate vorhergesehen hatte. Ihre Eltern hatten vor Erschöpfung aufgegeben und sich entschlossen, sie für eine dauerhafte Behandlung ins Hospiz in Canterbury einliefern zu lassen. Aber sie war noch immer am Leben. Sie umarmte ihn und wünschte ihm ein großartiges Abenteuer in Algerien. Alter, ging mir gerade die Pumpe. Nein, ich will nicht mehr in die Zellen. Ihr könnt mich jetzt alle mal am Arsch lecken. Lol. Nicht umfallen. Was ist denn jetzt los? Ich wollte lesen.